Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen DM-Haul für euch. Ich komme tatsächlich gerade vom DM. Ich habe viele tolle neue Sachen gekauft. Ich habe mir gedacht, ich drehe sehr, sehr gerne dieses Video ab für euch als kleine Inspiration. Vielleicht ist ja das ein oder andere Produkt dabei, das ihr so noch nicht kennt. Kassenzettel ist da, Produkte sind da. Hier im Bereich dekorative Kosmetik, Pflege für den Körper, Pflege für die Haare, Haushalt und Lebensmittel. Ich würde sagen, wir starten durch. Ganz viel Spaß und los geht's. So, wir beginnen relativ unspektakulär und zwar mit diesen Schmutzradierern. Ja, jetzt sagt ihr, naja, ist jetzt nichts Besonderes. Ich finde die Teile einfach mega. Vor allen Dingen, wenn man farbigen Nagellack hat und Hochglanzmöbel, dann retten die einem wirklich. Also, die machen alle möglichen Flecken weg, auch auf dem Sofa, auf den Schuhen und wie gesagt, vor allen Dingen den Nagellack, den ich trage, auf meinen Hochglanzmöbeln. Mega, mega gut finde ich die von Profissimo. Dann habe ich nachgekauft von Balea dieses Soft Oil Balsam. Mega, mega tolles Produkt. Für wenig Geld, für den ganzen Körper. Eine richtig gute Body Lotion, die ultra gut riecht, die schnell einzieht. Wir lieben sie und deshalb kaufe ich sie sehr, sehr gerne nach. Dann habe ich diese Beluga Linsen nachgekauft. Die mögen wir auch sehr, sehr gerne als Salat. Mache ich jetzt demnächst auch wieder auf Instagram. Da habe ich ja jeden Mittwoch meinen Kochtag. Da nehme ich euch mit. Ich versuche euch tolle Rezepte online zu stellen und euch ein bisschen zu inspirieren, weil man sich ja dann doch irgendwie jeden Tag denkt, was koche ich heute? Ja. Und da wird es eben demnächst einen leckeren Linsensalat geben. Dann habe ich nachgekauft diesen Granatapfelsaft von Rabenhorst. Ich wollte ihn euch mal zeigen, den hatte ich schon letzte Woche gekauft. Deshalb ja, seht ihr jetzt eine leere Flasche. Aber ich wollte ihn euch empfehlen. Der ist jetzt nicht ganz günstig, ultra lecker, sehr gesund. Zwar ein bisschen bitter, aber wir mögen das sehr, sehr gerne. Und den werde ich definitiv auch wieder nachkaufen. Auch wieder unspektakulär, habe ich schon aus der Verpackung rausgenommen. Zahnpasta, einmal von Colgate, einmal von Blendermed. Ja, jetzt machen wir mal mit den interessanteren Sachen weiter, bevor ich jetzt hier weiter Haushalt und Essen zeige. Kommen wir zu meiner Foundation, die ich mir wieder nachgekauft habe. Ich habe die jetzt nicht bei DM mitgenommen, obwohl es hier jetzt ein DM-Haul wird. Habe ich noch ein paar andere Produkte, die man eben online bestellt. Zum einen meine Bourjois Healthy Mix Foundation. Die zeige ich euch deshalb, weil ich in der Drogerie zwar auch Foundation gut finde, auch verschiedene Foundations verwende, aber ich mir diese jetzt wieder nachgekauft habe. Hier Leben am Limit. Ich habe tatsächlich mit dem Pinsel wirklich alles rausgekratzt, was nur ging. Der absolute Wahnsinn, bis die eben ankam. Die habe ich bei Amazon nachgekauft. 8 Euro habe ich dafür bezahlt. Kaufe ich sehr, sehr gerne nach. Genauso wie ich hier meine Bestellung von Beautymates wieder getätigt habe, zum Beispiel, und zwar meine feuchtigkeitsspendende Hyaluroncreme. Die ist jetzt, wie gesagt, hier neu eingetrudelt. Hier ist meine, die ich fast aufgebraucht habe. Ja, für heute Nacht bzw. für morgen in der Früh reicht sie noch. Ich verwende sie tatsächlich als Tages- und als Nachtcreme. Abends trage ich sie mir einfach ein bisschen dicker auf. Die Creme spendet mir einfach unglaublich viel Feuchtigkeit. Ich liebe sie sehr. Ich habe sie euch schon des Öfteren gezeigt. Hier ist meine neue Packung. Und zwar ist es so, dass Beautymates ein Unternehmen aus Bayern ist. Die haben Wirkstoffkosmetik. Das bedeutet, in den Produkten ist auch wirklich nur das drin, was man wirklich braucht. Keine zusätzlichen Stoffe, die nicht gut für die Haut sind. Es ist für alle Hauttypen geeignet tatsächlich. Die Produkte, die die eben vertreiben. Da gibt es auch verschiedene Booster, kann ich euch auch gleich noch zeigen. Und es ist so, dass die Produkte vegan, Paraben, Mineralöl und duftfrei sind. Sie sind sogar für sensible Haut geeignet. Ich zeige euch jetzt mal die Booster. Ich habe meine Booster mal eben hergeholt. Muss ich euch unbedingt zeigen, weil die wirklich bombastisch sind. Zu der Tagescreme wollte ich noch kurz dazu sagen, dass sie eben eine nicht fettende, seidige Textur hat. Und das ist eben eine ideale Base für unters Make-up. Oder so wie ich es eben auch noch mache, dass ich das Ganze für die Nacht noch verwende. Also als Nachtpflege. Ich trage sie mir einfach ein bisschen dicker auf. Und dann bin ich am Morgen ja schön frisch. Hier zu meinen Boostern. Bei den Boostern ist es so, dass ihr euch das Ganze durch den Set-Konfigurator zusammenstellen könnt. Eben je nachdem, wie eure Hautbedürfnisse eben sind, euch den Booster aussucht und zum Beispiel
die feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Tagescreme. Aber ihr könntet auch eure Creme verwenden. Ihr müsst nicht unbedingt diese hier dann verwenden, sondern ihr könnt die Booster mit eurer Creme verwenden, die ihr schon zu Hause habt. Hier zum einen mein Poren-Minimizer. Wie das Wort schon sagt, die Poren werden einfach minimiert. Es wird ein schönes Hautbild gezaubert. Pigmentflecken bzw. Rötungen bekommt ihr damit auch weg. Mega, mega toll das Produkt. Und hier habe ich dann noch mein Aha Glow Booster. Bei dem ist es jetzt so, der spendet unglaublich viel Feuchtigkeit. Euer Hautbild wird schön verbessert. Es sieht alles schön frisch aus, schön prall vor allen Dingen. Die Haut sieht sehr gesund aus. Und ich liebe auch diesen Booster. Und wie gesagt, bei Beautymates könnt ihr euch das Ganze so zusammenstellen, wie es eben für euch am besten passt. So, erstmal den Staubsaugroboter ausgemacht, weil das jetzt ziemlich laut war. Also, wo war ich stehen geblieben? Hier mein Selbstbräunung-Booster. Den habe ich euch ja schon des Öfteren vorgestellt. Es ist genauso wie bei diesen Boostern hier. Ihr habt eine Pipette dabei. Und ihr gebt einfach 2 bis 3 Tropfen eben in eure Creme mit rein. Bei dem Bräunungsbooster ist es so, dass ich das auch manchmal mit in die Bodylotion mische und dann eben meinen ganzen Körper eincreme und dann eben nach 2 bis 3 Stunden den schönen Effekt sehe. Also ich kann es euch sehr empfehlen. Ich habe übrigens bei Beautymates auch noch einen Rabattcode, falls euch die Produkte interessieren. Der nennt sich Rosella. Ihr bekommt 20% auf das komplette Sortiment. Schaut euch, wie gesagt, sehr, sehr gerne den Set-Konfigurator an. Da könnt ihr euch alles zusammenstellen, wie es eben für euch am besten passt. Alle Infos dazu mal unten in der Infobox. Ich habe euch das jetzt so hier in meinem Drogerie-Haul gezeigt. Euch das Ganze aber nicht vorenthalten wollte, vor allen Dingen auch, weil ich ja noch den Rabattcode habe, der noch gültig ist. Machen wir mit einem tollen Paket weiter, das mich tatsächlich gestern erreicht hat. Ich habe das heute beim DM gesucht. Bei uns gab es das noch nicht. Wir haben aber leider auch nur einen sehr, sehr kleinen DM. Und es war mir schon klar, dass der Aufsteller noch nicht da ist. Aber wenn ihr Glück habt und einen etwas größeren DM habt oder nicht auf dem Dorf lebt, so wie ich, dann findet ihr die neue Kollektion von meiner Freundin Tara. Mich hat das Paket gestern erreicht von der Tara und es war original so, als würde sie neben mir stehen. Denn sie packt immer ihr liebstes Parfüm mit drauf und es ist so, so schön. Wir treffen uns übrigens auch bald alle wieder und ja, wir waren alle sehr, sehr stolz. Natürlich gestern auf die Tara, als die Produkte rausgekommen sind, als wir sie live in der Hand hatten. Tara hat mir hier noch eine persönliche Nachricht hinterlassen und die Produkte wollte ich euch unbedingt zeigen. Ihr müsst euch das wirklich anschauen. Also nicht, weil es meine Freundin ist, sondern einfach, weil die Produkte wirklich so, so toll sind. Natürlich sind wir stolz und mega glücklich. Wir feiern das halt voll mit und ja, waren eben bei dieser Entstehung mit dabei und es ist was ganz Besonderes. Vor allen Dingen ist es ja auch ihre 3. Kollektion, die sie in den DM bringt und das muss man auch erstmal schaffen. Also bedeutet schon, dass die Produkte was können. Also zum einen hat sie neue Lashes zusammen mit Adele rausgebracht. Hier 2 Stück, kann ich euch leider noch nicht so viel dazu sagen, weil ich sie nicht ausprobiert habe. Bis auf das, dass der Liam mir meine Verpackung kaputt gemacht hat. Aber sonst sehen sie schon mal mega, mega gut aus. Aber kommen wir zum Highlight. Für mich, also mein Highlight. Und jetzt hat es geklingelt. Also es ist unglaublich hier. Man kann nicht in Ruhe mal ein Video drehen. Meine Highlights. 2 Sachen. Zum einen diese wunderschöne Lidschattenpalette. Also wenn ihr bei DM seid, bitte schaut euch das Ganze mal an. Allein das Packaging ist der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich verrückt. Vor allem, wie viel Mühe sie sich gegeben hat. Und in dieser Lidschattenpalette sind eben matte Töne, aber auch eben Lidschatten mit Glitzerpartikel enthalten, aber sehr, sehr feine, also kein grobes Glitzer, sondern sehr, sehr schön dezent, kann man ganz, ganz tolle Looks mit schminken. Mega, mega schön. Da hat sie sich wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat sich meiner Meinung nach selbst übertroffen. Dann hat sie noch diese Palette hier rausgebracht, eben mit einem Highlighter. Dann haben wir noch einen Blush, Konturprodukt und das Puder, also in gebackener Version das Bananapuder und hier haben wir noch das Translucent Puder. Richtig, richtig schön. Und auch hier wieder das Packaging. Sorry, ich habe das jetzt vorhin verwendet, deswegen habe ich hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen Sauerei gemacht. Und hier haben wir dann noch den Sponge. Hier sehr, sehr präzise kann man mit arbeiten. Habe ich jetzt vorhin auch verwendet, wie man sehen kann. Hier ist noch die Verpackung und hinten auf der Verpackung stehen übrigens auch immer ganz, ganz liebe Worte von der Tara, beziehungsweise was sie sich eben zu dem Produkt gedacht hat. Dann hatte ich noch
diese beiden Produkte hier mit dabei. Also zwei Lipglosse zusammen mit dem Lip Liner, dem passenden eben. Und es ist einmal ein sehr schöner nudefarbener Ton, Moon nennt er sich. Und dann haben wir hier noch den. Mann, es ist ein ziemlich kräftiger Ton, aber auch der ist wirklich richtig, richtig schön. Date nennt er sich. Und ja, wie gesagt, hier noch die passenden Lip Liner dazu. Schaut es euch sehr, sehr gerne an, wirklich. Also wir sind total begeistert und auch sehr glücklich, dass wir die Pakete bekommen haben, schon im Voraus bekommen haben. Das Video dazu ist einfach sensationell. Kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ja, machen wir weiter mit, hier habe ich noch was für den Liam mitgenommen. Die Tücher, einfach total unspektakulär. Morgen bin ich zu Besuch bei meiner Freundin. Ihr wollte ich noch ein Beauty-Paket zusammen machen und deshalb habe ich ihr hier von Shavens diese Perfect Skin Beauty Konzentrat Drops mitgenommen. Die liebe ich ja auch total und deshalb wollte ich ihr da eine kleine Freude machen. Also da kommen noch mehr Produkte in das kleine Körbchen rein. Dann habe ich mir noch meinen liebsten Tee mitgenommen. Diesen hier, türkischer Apfel. Den müsst ihr auch unbedingt mal probieren. Der ist so, so lecker von Teekanne. Oh mein Gott. Mag ich abends vor allen Dingen sehr gerne. Dann habe ich mir dieses hässliche Teil hier mitgenommen von Profissimo. Der gewinnt tatsächlich keinen Schönheitspreis, aber ich muss dringend unten und vor allen Dingen in der Küche die Fugen sauber machen und sauber bekommen. Das macht mich wahnsinnig. Jetzt hatte ich meinen Fliesenleger oder unseren Fliesenleger mal gefragt, was ich da für ein Mittel verwenden könnte. Hat er mir gezeigt und damit will ich die wieder richtig schön sauber schrubben. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Ja. Aber es ist, wie gesagt, sehr hässlich, dieses Teil. Dann machen wir direkt weiter mit dem Haushalt. Unspektakulär, dieses Teilchen hier fürs Bad. WC-Aktivgel kaufe ich immer wieder nach. Und dann habe ich für meinen Mann, er ist ja Veganer, hier diese Kekse mitgenommen, die er auch schon schnabuliert hat, wie man sehen kann. Aber ich wollte euch unbedingt mal zeigen. Die sind wirklich richtig lecker. Dinkel-Doppelkeks, die schmecken auch nach was, weil ich finde gerade bei dieser veganen Geschichte ist es ja immer ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Dann hier noch diese Hafer-Cookies. Die sehen so aus. Und hier Soja, Cousin, eine Creme, damit ich ihm was Leckeres kochen kann. Von Alnatura. Für mich habe ich noch so einen Ingwer-Shot hier mitgenommen. Ich weiß, den kann man ganz schnell und ganz einfach selbst machen. Aber ich habe danach gegriffen, weil ich in dem Moment Lust drauf hatte. Und dann war er zu weit unten, als ich dann losgefahren bin. Ja, habe ich nicht mehr gefunden. Deswegen trinke ich ihn dann jetzt gleich. Und hier habe ich noch ein paar Sachen für meinen Mann mitgenommen. Zum einen dieses Humus hier, Humus Natur. Dann hier Curry Mango Papaya. Einfach für abends so als Brotaufstrich. Damit kann man aber auch leckere Soßen machen. Wollte ich euch auch mal als Tipp mitgeben. Genauso wie diese vegane Aioli hier. Habe ich auch schon eine Soße mitgemacht, weil ich keine Zeit hatte. Und dann habe ich einfach Nudeln gekocht, dann von dem Nudelwasser hier ein bisschen dazu, also einen Löffel mit dem Nudelwasser vermengt. Dann habe ich ihm die Nudeln dazu, habe ihm noch Gemüse angebraten und es war wirklich richtig, richtig lecker. Also wenn es mal schnell gehen muss. Jo, und ansonsten habe ich noch was für die Haare. Und zwar diese Serie hier von L'Oreal habe ich tatsächlich auch heute Morgen verwendet. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich als Haarpflege entweder Pomelo verwende oder Mermaid. Kommt ganz drauf an. Aber die Produkte sind leer und deshalb durften jetzt diese hier einmal mit. Und zwar dieses Shampoo und diese Maske beziehungsweise hier noch die Spülung. Und hier habe ich noch das. Also die ganze Serie habe ich einfach mal mitgenommen. Hat mich angesprochen. Ja, und das war es soweit, meine Lieben. Ich schaue noch einmal drüber. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Und wenn nicht, dann zeige ich es euch einfach im nächsten Video. Ich hoffe, dass vielleicht eine kleine Inspiration für euch dabei war oder dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich freue mich natürlich auch über euer Feedback beziehungsweise über euer Abo. Falls ihr jetzt noch dabei seid, dann könnt ihr das gerne kostenlos tun. Schaut gerne mal für die Infos, die ich euch so zusammentrage, immer unten in die Infobox rein oder ihr fragt mich einfach in einem Kommentar. Ja, also meine Lieben, ich wünsche euch jetzt nur das Allerbeste, habt einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!